Ja, wir sind Franchisegeber für ein Franchise-Konzept im Lebensmitteleinzelhandel, aber im sozialen Bereich, wo es überwiegend um die Beschäftigung behinderter Menschen geht. Man kann natürlich Geld verdienen. Unser Hauptdruck ist aber nicht das Geld verdienen, sondern es muss letztendlich am Ende des Tages eine schwarze Null unten bei rauskommen, weil für uns ist der entscheidende Faktor Faktor Mensch, dass wir Mitarbeiter mit Behinderung in den ersten Arbeitsmarkt bekommen, wo sie ansonsten schwerlich eine Chance hätten. Der CAP ist damals mal abgeleitet worden von die zweite Silbe von Handicap, wobei wir mittlerweile viel lieber die drei Buchstaben dafür sehen: Chance, Arbeit, Perspektive. Der schönste Moment war, muss ich sagen, wo wir den 100. Markt aufgemacht haben, weil das war etwas, was keiner erwartet hat in dem Bereich. Wir sind bundesweit das größte Social Franchise Konzept, was auf wirtschaftlicher Basis arbeitet. Auch die Dankbarkeit der Mitarbeiter zu sehen, denen diese Arbeit unheimlich viel Spaß macht, die halt sagen können, ich arbeite in einem CAP-Markt und nicht in der Werkstatt der Diakonie oder der Caritas, was den Menschen natürlich auch sehr viel Selbstwertgefühl gibt. Das schönste Kompliment für uns ist immer, wenn Kunden aus dem Markt kommen und sagen: Jetzt sagen Sie mir mal, wer von den Mitarbeitern war eigentlich behindert? Wir stehen im Moment da mit 105 Märkten bundesweit, insgesamt 64 Franchise-Nehmer und mit einem weiteren Wachstum jedes Jahr um 3, 4 bis 5 Märkte. Und unsere Franchise-Nehmer kommen ausschließlich aus dem sozialen Bereich. Jedes soziale Unternehmen, was mit behinderten Menschen arbeitet, kann bei uns Franchise-Nehmer werden, weil die Kompetenz der Einrichtungen liegt generell immer in der Betreuung, der Begleitung der behinderten Menschen. Und Franchise-Konzepte können es vereinfachen, auch in andere Geschäftsfelder einzusteigen und dort im Dienstleistungsbereich tätig zu werden. Ja, wir haben das Ganze als Kooperationskonzept angefangen, weil der Name Franchise in der Sozialwirtschaft nicht so den allerbesten Ruf genossen hat. Franchise war immer so das Thema, einer verdient viel Geld und die anderen müssen dafür arbeiten. Wir haben auch heute noch, heißt unser Vertrag nicht Franchise-Vertrag, sondern Kooperationsvertrag. Aber wir haben sehr schnell gemerkt, dass wir unsere Strukturen verbessern müssen und sind so damals in Kontakt gekommen mit dem Deutschen Franchise-Verband und darüber hinaus dann zum Unternehmen Selbstständigkeit, dass wir alles diese Abläufe etwas professionalisiert haben. Wir haben ein vernünftiges Handbuch geschrieben. Wir hatten schon immer ein Handbuch, aber das war auch lange Zeit Standard und immer so geblieben, waren nie Veränderungen drin, war nicht online basierend. Das haben wir jetzt umgestellt. Wir haben uns Partnerbefragungen unterzogen, die für uns sehr interessant waren, wo wir einfach auch Feedbacks bekommen haben. Wo sind Verbesserungspotenziale? Wo können wir noch besser werden in der Beratung und in der Begleitung der Franchise-Nehmer?